Tavernengeschichten. Die Festung des Vergessens. Kapitel 1. Ein verzweifelter Versuch. Fast ein Monat ist vergangen, seit wir die Gruft bei der Festung Eisenschleier ausgegraben haben. Die Tage sind zu einer endlosen Abfolge vergeblicher Versuche geworden, den kalten Überresten des ehemaligen Kommandanten Draven Leben einzuhauchen. Die frostige Atmosphäre der Festung spiegelt die Eiseskälte seiner sterblichen Überreste wider. In den ersten Wochen meiner Bemühungen schien der Herzstein, dieses geheimnisvolle Artefakt, das ich in den Tiefen der Gruft fand, nur ein einfacher Schlüssel zum Leben zu sein. Doch die Realität erwies sich als weitaus komplexer. Jeder Versuch, das pulsierende Herz des Steins auf die Brust des Kommandanten zu setzen, endete in Enttäuschung. Kein Lebensfunke, keine Bewegung, nur die stille Leblosigkeit eines Leichnams. Die Mauern der Festung hallten wieder von meinen frustrierten Schreien in den einsamen Nächten. Die Helfer, die anfangs voller Eifer waren, begannen zu zweifeln. Einige flüsterten, dass die Toten ihre Ruhe haben sollten, dass die Erschaffung des Lebens den Göttern vorbehalten sein sollte. Aber für mich war es mehr als ein verzweifelter Versuch, einen Toten zum Leben zu erwecken. Es war ein Akt der Rache. Ich wälzte Bücher über vergessene Magie, befragte selbsternannte Weise und Alchemisten, die im Schatten der Festung lebten. Jede Seite, jeder Tropfen Tinte versprach eine Lösung, aber keine brachte mich meinem Ziel näher. Die Zeit verging wie ein träger Fluss und meine Geduld wurde auf eine harte Probe gestellt. Nächte wurden zu Tagen und Tage zu Wochen, während ich mich in meiner Werkstatt vergrub. Die Flammen der Kerzen flackerten in der eisigen Luft, während ich mich über vergilbte Schriften und seltene Zutaten beugte. Die Kälte schien nicht nur aus den Mauern der Festung zu kommen, sondern auch aus den dunklen Ecken meiner eigenen Verzweiflung. Es dauerte eine Weile, bis ich begriff, dass der Herzstein mehr als nur ein Werkzeug war. Er war eine Brücke zwischen den Welten, ein Mittler zwischen Leben und Tod. Die Riten der alten Schule waren komplexer, als ich es mir je vorgestellt hatte. Die Symbole, die Beschwörungen, jedes Detail war wichtig. Doch selbst als ich die Formeln perfektioniert hatte, blieb der Kommandant leblos. Die Dunkelheit der Festung spiegelte sich in meinen Gedanken wieder, während ich über meine nächsten Schritte nachdachte. Die Zeit verging und ich spürte den Druck meiner eigenen begrenzten Existenz. Der Herzstein, einst meine letzte Hoffnung, war zu einer stummen Anklage in meiner Werkstatt geworden. Die Tage wurden zu Wochen und meine Nächte verloren sich in einem Labyrinth aus Zauberformeln und verzweifelten Ritualen. Der Kommandant, eingehüllt in die eisigen Schatten der Unsterblichkeit, schien mich mit leeren Augen anzustarren. Ich fragte mich, ob er sich auch im Tode meiner qualvollen Versuche bewusst war. In den dunkelsten Stunden der Nacht, wenn die Welt verstummte und nur das leise Pochen meines eigenen Herzens zu hören war, fragte ich mich, ob ich die Grenze zwischen Wissenschaft und Wahnsinn längst überschritten hatte. Und doch, trotz aller Zweifel und der eisigen Kälte, die sich um mein Herz legte, hielt ich an meiner Entschlossenheit fest. Der Herzstein mochte eine Herausforderung sein, aber ich war nicht bereit, mich von meiner Mission abbringen zu lassen. Mochte es Jahre dauern, mochte die Welt mich vergessen, ich würde nicht nachlassen. Denn die Rache, die in meinen Adern pulsierte, war ein Feuer, das selbst die eisigsten Winde nicht auslöschen konnten. Kapitel 2: Zwischen Angst und Faszination. Die Tage in der Festung Eisenschleier schienen sich in die Länge zu ziehen, während ich meine Beschwörungen und Rituale perfektionierte. Der Herzstein lag noch immer ruhig in meiner Hand und Kommandant Draven, dessen Körper mir immer vertrauter wurde, verharrte in einem Zustand halber Existenz. Seine Augen öffneten sich nur kurz und sein starrer Blick durchbohrte mich, als wolle er meine Gedanken durchdringen. Die zurückgebliebenen Helfer wandten sich von mir ab. Der eisige Hauch des Todes lag über der Festung. Und diejenigen, die einst meine treuen Gefährten gewesen waren, flüsterten sich Angst und Zweifel zu. Ein Schatten der Unheilbarkeit umgab mich, und doch konnte ich mich der Herausforderung nicht entziehen. Der Kommandant war nicht mehr nur ein Toter, er war zu einem Rätsel geworden, das ich lösen musste. In einer der schicksalhaften Nächte öffnete sich der Blick des Kommandanten erneut, und diesmal schien mehr als nur Leere darin zu sein. Seine Lippen bewegten sich und ein gurgelnder Laut entrang sich seiner Kehle. Unverständliche Worte, die sich in der eisigen Luft verloren, drangen an mein Ohr. Ein Gefühl von Faszination und Beklemmung überkam mich gleichermaßen. Hatte der Herzstein den Kommandanten wirklich zurückgebracht oder waren es nur Schatten vergangener Erinnerungen?
Ich vertiefte mich in alte Schriften über die Macht der Totenbeschwörung. Jede Seite war wie ein Puzzleteil, das mir half, das Bild zu vervollständigen. Ich suchte nach Hinweisen auf die dunklen Rituale, die vor Äonen von Zauberlehrlingen praktiziert wurden. Die Nächte verwandelten sich in ein Labyrinth aus Manuskripten, Zeichen und Beschwörungen. Die Festung, einst ein Ort des Lebens und der Verteidigung, verwandelte sich in einen Tempel der Finsternis. Rätselhafte Geräusche hallten durch die Gänge, Schatten erwachten zum Leben. Selbst die Mauern schienen zu flüstern, als hüteten sie die Geheimnisse der Vergangenheit. Die Faszination des Unbekannten trieb mich weiter, auch wenn die Angst in den Augen meiner verbliebenen Assistenten wuchs. Die Experimente wurden komplexer, die Beschwörungen intensiver. Der Kommandant, der nun sporadisch Lebenszeichen von sich gab, wurde mein ständiger Begleiter. Doch je mehr er zum Leben erwachte, desto weniger schien er mir zu gehorchen. Sein Blick wurde durchdringender, seine Worte klarer, und doch entzogen sie sich meinem Verständnis. Die Festung, einst ein Ort der Zuflucht, war zu einem Ort der Verdammnis geworden. Die Macht des Herzsteins entfaltete sich, aber nicht so, wie ich es erwartet hatte. Die Helfer, die mich trotz aller Widrigkeiten begleitet hatten, verschwanden nach und nach. Ihre Schritte hallten nicht mehr durch die Gänge und ihre Stimmen wurden vom Flüstern der Dunkelheit verschluckt. Die Nächte wurden zu einem Tanz zwischen meiner Faszination und dem Widerstand des Unbekannten. Die Magie, die ich entfesselte, schien ein Eigenleben zu führen. Ich spürte, wie der Kommandant nicht nur körperlich, sondern auch geistig erwachte. Eine Existenz zwischen den Welten, die die Grenzen meiner Vorstellungskraft sprengte. Inmitten dieser aufgeladenen Atmosphäre, als die Spannung in der Festung spürbar wurde, erkannte ich, dass ich nicht mehr nur ein Schöpfer war. Ich war ein Diener der dunklen Mächte, die ich beschworen hatte. Und während Commander Draven sich meiner Kontrolle immer mehr widersetzte, verschwamm die Grenze zwischen meinem ursprünglichen Ziel der Rache und den gefährlichen Pfaden, auf die ich mich nun begab. Kapitel 3 – Das Ende des Experiments. Die Festung Eisenschleier war zu einem Ort des düsteren Grauens geworden. Die dunklen Schatten, die meine Experimente geworfen hatten, legten sich wie ein unheilvoller Mantel über diesen einst so ehrwürdigen Ort. Kommandant Draven, aus dem Reich der Toten auferstanden, war nicht mehr mein Untergebener, sondern ein Wesen, das seinen eigenen Weg ging. Seine Präsenz beschränkte sich nicht mehr auf die Werkstatt. Die Gänge der Festung hallten von seinen Schritten wider und seine Präsenz durchdrang jeden Stein. Die einstigen Verteidiger der Festung waren nun Gefangene im Schatten seiner untoten Armee. Eine dunkle Armee, die er allein durch seinen Willen geformt hatte, breitete sich wie eine Seuche in den Mauern aus. Die Versuche, Kommandant Draven zu kontrollieren, waren kläglich gescheitert. Sein freier Wille schien mit jeder beschworenen Dunkelheit stärker zu werden. Fesseln und Beschwörungen waren machtlos gegen die Kraft, die der Herzstein in ihm entfesselt hatte. Die Festung, einst meine Zuflucht, verwandelte sich in ein gefährliches Labyrinth, in dem das Böse seinen eigenen Weg ging. Die verbliebenen Helfer, die nicht vor der schrecklichen Realität geflohen waren, wurden zu Gezeichneten seines Schicksals. Wie Schatten huschten sie durch die Gänge, die Gesichter entstellt von Angst. Eine unsichtbare Barriere trennte sie von meinem verzweifelten Versuch, die Kontrolle zurückzugewinnen. Der Herzstein, der einst meine Hoffnung war, hatte sich gegen mich gewandt. Kommandant Draven entwickelte eine Paranoia, die die Mauern der Festung durchdrang. Seine untoten Augen suchten unablässig nach vermeintlichen Verrätern und Spionen. In seiner Verdorbenheit warf er wahllos diejenigen in den Kerker, deren einziges Vergehen darin bestand, meine Anwesenheit zu dulden. Meine Verzweiflung erreichte ihren Höhepunkt, als ich gezwungen war, meine ehemaligen Gefährten aus den dunklen Kerkern zu befreien. In ihren Augen spiegelten sich gebrochene Seelen, während sie mich mit Misstrauen betrachteten. Die Festung, die einst unser gemeinsames Streben beherbergte, war zu einem Kerker des Leidens geworden. Meine Gedanken wurden von düsteren Träumen heimgesucht, in denen die Grenzen zwischen Realität und Wahnsinn verschwammen. Die Dunkelheit, die ich heraufbeschworen hatte, begann mich zu verschlingen. Der Herzstein, der einst meine Hoffnung war, schien nun meine Seele zu umfassen und zu erdrücken. Ein Gefühl der Unausweichlichkeit und des Verlustes erfüllte meine Tage, während die Festung Eisenschleier in ihrer eigenen Verderbtheit ertrank. In einem letzten Akt der Verzweiflung wagte ich es, mich wieder dem Herzstein zuzuwenden. Das verbotene Ritual der Selbstbindung rief nach mir wie der verführerische Ruf der Sirenen.
Magie umhüllte mich, als ich den Stein auf meine Brust legte. Schmerz durchfuhr meinen Körper und Dunkelheit verschlang meine Gedanken. Als ich wieder zu mir kam, spürte ich eine unheimliche Präsenz in mir. Der Herzstein hatte mir Macht verliehen, aber um welchen Preis? Die Festung Eisenschleier lag im Chaos und Kommandant Draven erkannte mich nun als Gleichgesinnten. Doch in meinen Albträumen hörte ich das Flüstern der Dunkelheit und fragte mich, ob meine Rache wirklich vollbracht war oder ob ich nur ein weiteres Spielzeug der Magie geworden war. Die Festung, einst ein Ort der Hoffnung, verblasste im Schatten ihrer eigenen Dunkelheit. Der Herzstein, der die Grenze zwischen Leben und Tod überschritten hatte, wurde zum Katalysator meines eigenen Untergangs. Inmitten der korrupten Mauern blieb nur die leise Frage, ob die Grenze zwischen Rache und Reue jemals wirklich existiert hatte.